Erinnert ihr euch an das Flugzeug, das letztens 3 Fenster verloren hat? Die britische Flugunfalluntersuchungsbehörde hat jetzt einen ersten Bericht zu diesem Fall veröffentlicht und die Ursache festgestellt. Das frisch lackierte Flugzeug wurde einen Tag vor dem Flug noch für die Produktion von Werbefotos genutzt. Dafür wurden draußen sehr leistungsfähige Scheinwerfer aufgestellt. Die braucht man, damit die Fotos so aussehen können. Auf der linken Seite standen die Scheinwerfer aber etwas zu lange, zu dicht am Flugzeug, sodass sich tatsächlich die äußeren Scheiben an ein paar Fenstern verformt und verkleinert haben und so beim ersten Flug nach den Dreharbeiten rausfallen konnten. Wie wir im ausführlichen Video dazu schon geklärt haben, besteht ein Flugzeugfenster aus 2 Scheiben. Auch die dünne innere Scheibe kann dem vollen Differenzdruck zwischen Kabine und Außenwelt standhalten. Deswegen funktionierten alle Systeme auch völlig normal. Und die fehlenden Fenster wurden nur aufgrund einer ungewöhnlich hohen Lautstärke in der Kabine festgestellt. Also, wieder was gelernt. Für mehr Details abonniere einfach Aaron News Germany.